Willkommen zum fünften Lali-Lesespaß. Heute lesen wir das Buch Irgendwie anders von Catherine Cave und Chris Riddle. Eine wunderbare, liebevoll erzählte Geschichte über die Bedeutung von Toleranz. Es ist das dritte Buch in der Lesereihe Lali-Lesespaß des Vereins Kinderliebe e.V. Cast, gemeinsam mit der Buchhandlung Petra Esser. Viel Freude beim Lesen und Schauen. Auf einem hohen Berg, wo der Wind pfiff, lebte ganz allein und ohne einen einzigen Freund irgendwie anders. Er wusste, dass er irgendwie anders war, denn alle fanden das. Wenn er sich zu ihnen setzen wollte oder mit ihnen spazieren wollte oder mit ihnen spielen wollte, dann sagten sie immer, es tut uns leid, du bist nicht wie wir. Du bist irgendwie anders. Du gehörst nicht dazu. Irgendwie anders tat alles, alles, um wie die anderen zu sein. Er lächelte wie sie, er sagte Hallo, er malte Bilder, so bunt, wie die anderen Kinder es auch taten. Oder er spielte wie sie, also wenn sie ihn mitmachen ließen. Und er brachte sogar sein Essen in einer Papiertüte mit, genau wie die anderen Kinder auch. Er gab sich wirklich Mühe. Aber es half nichts. Er sah nicht aus wie die anderen und er sprach nicht wie sie. Er malte nicht wie sie. Seine Bilder sahen anders aus. Irgendwie anders spielte auch nicht wie sie. Und erst das Mittagessen. Was hat er da bloß in dieser Tüte? Es waren komische Sachen, die er da aß. Irgendwie anders. Du gehörst nicht hierher, sagten alle. Du bist nicht wie wir. Du bist irgendwie anders. Irgendwie anders ging traurig nach Haus. Er wollte gerade schlafen gehen. Da klopfte es an der Türe. Draußen stand jemand, naja, oder etwas. Hallo, sagte es, nett, dich kennenzulernen. Darf ich reinkommen? Wie bitte? Sagte irgendwie anders. Guten Tag, sagte das Etwas und hielt ihm die Pfote hin. Das heißt, eigentlich sah es nicht mehr wirklich wie eine Pfote aus. Irgendwie wie eine Flosse. Irgendwie anders starrte auf die Pfote. Du hast dich wohl in der Tür geirrt, sagte irgendwie anders. Das Etwas schüttelte den Kopf. Nein, überhaupt nicht. Hier gefällt's mir. Siehst du? Und ehe irgendwie anders auch nur bis drei zählen konnte, war es schon im Zimmer.
und setzte sich auf die Papiertüte. Die platzte und alles lief hinunter, Sessel entlang. Kenn ich dich? Fragte irgendwie anders verwirrt. Ob du mich kennst? Fragte das Etwas und lachte. Natürlich. Guck mich doch mal ganz genau an. Na los. Los doch. Und irgendwie anders guckte. Er nahm sich eine Kerze und lief um das Etwas herum. Er guckte vorn und guckte hinten. Und weil er nicht wusste, was er sagen sollte, sagte er nichts. Verstehst du denn nicht? Rief das Etwas. Ich bin genau wie du. Du bist irgendwie anders und ich auch. Und es streckte wieder seine Pfote aus und lächelte. Irgendwie anders war so verblüfft, dass er weder lächelte noch die Pfote schüttelte. Wie ich? Sagte irgendwie anders. Du bist nicht wie ich, du bist überhaupt nicht wie irgendwas, das ich kenne. Es tut mir leid, aber jedenfalls bist du nicht genauso wie anders als ich. Und er ging zur Tür und öffnete sie. Gute Nacht, sagte irgendwie anders. Das Etwas ließ die Pfote sinken. Oh, machte es nur und sah auf einmal sehr klein und sehr traurig aus. Das erinnerte irgendwie anders an irgendwas. Aber er wusste einfach nicht, woran. Das Etwas war gerade gegangen. Da fiel es ihm plötzlich ein. Warte, rief irgendwie anders. Geh nicht weg. Irgendwie anders rannte hinterher so schnell er konnte. Als er das Etwas eingeholt hatte, griff er nach seiner Pfote und hielt sie ganz, ganz fest. Du bist nicht wie ich, aber das ist mir egal. Wenn du Lust hast, kannst du bei mir bleiben. Und das Etwas hatte Lust. Seitdem hatte irgendwie anders einen Freund. Sie lächelten zusammen und sie sagten zusammen Hallo. Sie malten zusammen Bilder und hatten Spaß. Sie spielten das Lieblingsspiel des anderen. Naja, jedenfalls probierten sie es. Sie aßen sogar zusammen. Sie waren verschieden, aber sie vertrugen sich. Und wenn einmal jemand an die Türe klopfte, der wirklich sehr merkwürdig aussah, dann sagten sie nicht, du bist nicht wie wir oder du gehörst nicht dazu, sondern sie freuten sich gemeinsam. Sie rückten einfach ein bisschen zusammen und hatten gemeinsam Spaß.